ಹಿಂದೆ ಕಬ್ಬಗವಲ್ಲಿ ನೀ. 26. Dezember 2004. Mehrere asiatische Länder werden an diesem Tag durch einen Tsunami heimgesucht. Die Katastrophe kostet weit über 200.000 Menschen das Leben und verwüstet ganze Küstenstriche. Andere Küstenabschnitte verfügen jedoch über einen natürlichen Schutzgürtel aus Mangrovenwäldern und werden weitaus weniger in Mitleidenschaft gezogen, denn durch das Bollwerk der dichten Mangrovenstützwurzeln wird die Wucht der Meereswoge gemindert. Mangroven, das ist ein Sammelbegriff für diverse Baum- und Straucharten, die unterschiedlichen Pflanzenfamilien angehören. Gemeinsam ist ihnen ihr Lebensraum. Sie sind beheimatet an den Küsten und Flussmündungen der Tropen und Subtropen. Hier haben sie sich an das Leben im Salzwasser- und Gezeitenbereich angepasst. Annähernd 70 Arten werden unterschieden, von denen einige bis zu 30 Meter hoch werden. Die Mangrovenküstenwälder nehmen indessen nicht nur eine bedeutende Funktion beim Küstenschutz ein. Nirgendwo sonst teilen sich Meeres- und Landorganismen in solcher Fülle denselben Lebensraum wie in den noch intakten Mangrovensümpfen der tropischen und subtropischen Küsten. Der Bereich zwischen den charakteristischen Stützwurzeln wiederum dient unzähligen Muscheln, Schnecken, Krabben, Garnelen, Schwämmen, Seepocken und Austern als Lebensraum. Aber auch von vielen Fischarten wird das Wurzelwerk der Mangroven als Kinderstube genutzt. Im Geflecht der Mangrovenwurzeln finden die Jungfische Schutz vor ihren Feinden. Die Mangroven spielen deshalb eine nachhaltige Rolle bei der Sicherung der Erträge der Küsten- und Meeresfischerei. Überall dort, wo in der Vergangenheit Mangrovenwälder vernichtet wurden, gingen in der Folge die Erträge der Küstenfischerei drastisch zurück. Da die Mangrovenwälder und Feuchtgebiete Kohlendioxid binden, leisten sie auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. So haben Wissenschaftler der Universität von Malaysia errechnet, dass ein Hektar Mangrovenwald pro Jahr ca. 1,5 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre aufnimmt. Das entspricht dem jährlichen CO2-Ausstoß eines Autos. Und indem durch die Mangrovenwälder Überflutungen des Hinterlandes verhindert werden, schützen sie landwirtschaftliche Nutzflächen und Trinkwasserreservoirs vor der Versalzung. Denn auch für den Menschen stellt der Küstenbereich einen bevorzugten Lebensraum dar. Anstelle der Mangroven wachsen heute Plantagen, Siedlungen, Tourismuszentren und Hafenanlagen. Die Küstenbevölkerung wiederum nutzt das Holz der Mangroven als Brennstoff oder zur Gewinnung von Holzkohle oder Gerbstoff. Großen Schaden richten auch die frei herumlaufenden Rinder an, die die Sträucher und insbesondere die Jungpflanzen kahl fressen. Verheerende Konsequenzen für den Mangrovenbestand haben auch die oft von staatlichen Stellen oder der Weltbank geförderten Garnelenfarmen. Diese einst als blaue Revolution gepriesenen Aquakulturen produzieren Schrimps, zumeist aber nur für den Export und zerstören dabei weitflächig die Wälder an den Küsten. Denn die fußballfeldgroßen Zuchtanlagen können jeweils nur 3 bis maximal 10 Jahre lang betrieben werden. Dann haben sich so große Mengen Chemikalien, Antibiotika und Pestizide in den Teichbecken dieser Massentierhaltung abgesetzt, dass für die empfindlichen Garnelen erneut neue Zuchtteiche angelegt werden müssen. Zurückbleiben verödete Landstriche. Weltweit sind es schätzungsweise 500.000 Hektar solch brachliegender Garnelenfarmen. In Indien ist eine Fläche von mehreren 1.000 Hektar betroffen. Für den Schutz noch vorhandener Mangroven und für die Wiederherstellung zerstörter Küstenwälder setzen sich die Naturschutzorganisationen Deep Wave und OMCA in Südindien ein. Gemeinsam starteten sie 2005 das Projekt Man Green zum Schutz der Mangroven.
Man muss das Gebiet für 5 bis 6 Jahre vor Verbiss schützen. Dann erst sind die Mangroven so groß, dass die Rinder ihnen nichts mehr anhaben können. Als nächster Schritt muss mit der Gezeitenströmung wieder genug Wasser zu den Pflanzen fließen können. Daher werden die verlandeten Bewässerungskanäle regelmäßig gereinigt. Die Forstverwaltung des Distrikts Thanjavur genehmigte dafür das Sammeln von Mangrovensamen aus dem benachbarten Mutupet-Naturschutzgebiet. In den Mangreen-Baumschulen werden aus den Samen von den 2 Mangrovenarten Avicennia marina, die graue Mangrove, und Rhizophora apiculata, die langgestelzte Mangrovensetzlinge, aufgezogen. Die beiden Arten unterscheiden sich in ihrer Salztoleranz. Biologen von Omka überwachen regelmäßig das Wachstum der Pflanzen und Mitarbeiter aus den Dörfern kontrollieren die Jungpflanzen auf Schädlingsbefall. Die Landbevölkerung, die fast ausschließlich vom immer weniger einträglichen Fischfang lebt, wird täglich in die Projektarbeiten von Mangreen mit einbezogen. So sammeln die Frauen die Mangrovensamen von den älteren Bäumen und kümmern sich um die erste Aufzucht der Pflanzen, während die Männer Baumschulen einrichten, das Pflanzgebiet vorbereiten und schließlich die Stecklinge im Schutzgebiet auspflanzen. Mit dem Projekt erreichen wir die Herzen der Leute, der Fischer. Wir baten sie, sich an den täglichen Arbeiten im Mangreen-Projekt zu beteiligen. Wir besuchen die Dörfer täglich und bleiben in Kontakt mit den Bewohnern. Bleibt man nur 2 Monate weg, kann das die ganze Arbeit zurückwerfen, die wir in 2 Jahren erreicht haben. Vor Ort leisten OMKA-Mitarbeiter und studentische Freiwillige fundierte Aufklärungsarbeit, um so den langfristigen Schutz der Mangroven sicherzustellen. In Velivayal wurde zum Beispiel im Rahmen des Projekts eine Kokosseilmanufaktur aufgebaut, in der Dorfbewohnerinnen in der Seilherstellung ausgebildet werden. Wir forderten die Frauen aus den Fischerdörfern dazu auf, an einem Kokosseil-Ausbildungsprogramm teilzunehmen. Die Frauen lernten, wie man aus Kokosfasern Kokosseile drehen kann. Nach 1 Monat Ausbildung konnten wir so eine kleine Kokosseilproduktion aufbauen. Damit werden die Frauen durch ihre Arbeit in der Seilmanufaktur erstmalig in die Lage versetzt, finanziell selbst etwas zum Familieneinkommen beizutragen. Das Mangreen-Projekt zeigt, wie sehr ein örtliches Engagement dem Schutz der Mangroven helfen kann. Und es verbessert die Lebensumstände der Menschen aus verschiedenen Fischergemeinden an der Küste Tamil Nadus. Auch wenn mit dem Mangrovenschutz und der Wiederaufforstung begonnen wurde, so schreitet die weltweite Vernichtung dieser sensiblen Ökosysteme beinahe ungebremst voran. Die Mangrovenwälder gelten heute als die bedrohtesten Wälder der Erde, die bei gleichbleibendem Tempo der Zerstörung bereits in 2 Jahrzehnten von der Erdoberfläche verschwunden sein werden. Damit dies nicht geschieht, bedarf es mehr denn je eines umfassenden Bewusstseinswandels und engagierten Handelns.